Aline, grüß dich. Harald hier. Wo steckst du? Wir müssen dringend reden. Harald, was ist denn los? Ich bin im Trailerforum. Aline, alles klar. Ich komme dahin. Bis gleich. Bis gleich. Harald, was ist denn los? Fahr dich mal runter. Aline, vielleicht hörtest du davon. Vaterstaat fördert intelligente, verbrauchsmindernde Trailer-Technologien und Krone hat das passende Equipment. Ach so, du redest vom ENF. Hä? Vom Förderprogramm zur Erneuerung von Nutzfahrzeugflotten. Ja, genau. Und das Prickelnde ist, jetzt muss nicht mehr zwingend alt gegen neu getauscht werden. Für jede Neuanschaffung kann jetzt eine Förderung beantragt werden. Unter der Maßgabe, dass CO2 eingespart wird. Ja, genau. Die Umwelt steht im Fokus. Und nebenbei können noch bis zu 5.000 Euro bzw. maximal 60% der Anschaffungskosten von jedem Trailer-Feature gefördert werden. Das sind aber nicht nur die Aerodynamik verbessernden Komponenten, da geht noch viel mehr. Ja, genau. Zum Beispiel alle Features im Kontext der Reduzierung des Reifenrollwiderstandes wie Lift- und Nachlauflenkachsen. Also auch das Reifendruckkontrollsystem TPMS und ohnehin alle Leichtlaufreifen der Effizienzklasse C und besser. Außerdem alle zwangsgelenkten Krone Cityliner. Und nicht zu vergessen die Krone Trailer Telematik mit all ihren Vorteilen und selbstverständlich allen Zusatzkosten für krambare Auflieger. Gefördert werden aber nicht nur Komponenten wie das Doppelstocksystem, sondern ganze Fahrzeuge, die die Ladekapazität vergrößern. Somit das gesamte Thema lange Lkw, also zum Beispiel der verlängerte Auflieger lange Lkw Typ 1, die Maulkupplung beim Standardauflieger für lange Lkw Typ 2 und der Dolly vom lange Lkw Typ 3. Und die Stand heute komplette Auflistung der zu fördernden Komponenten bzw. Fahrzeuge und das Antragsprozedere findet ihr in dem Link in der Beschreibung. Und für alle gilt mindestens 24 Monate Nutzungsdauer bzw. Leasinglaufzeit. Genau? Haargenau.